Hallöchen Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarren-Review von mir. Gutes Neues, das erste Review in diesem Jahr sozusagen mit einer imposanten Asylum Cigars Shizu Hercule 70x7. Das ist ein Medium-Filler aus Nicaragua, kostet nur 4,20 €, hat ein Ringmaß von 70, also Durchmesser 2,78 cm, Länge von 17,78 cm. Und wie gesagt, ist eine Puro aus Nicaragua und ein Medium-Filler. Ja, sieht ganz lustig aus auf jeden Fall. Musste ich da meinen großen Vega-Fina-Cutter rauskramen, um dieses Ringmaß auch anschneiden zu können. Ja, machen wir mal den Kaltgeruchtest. Holzig, strohig, wie so ein alter Schuppen irgendwie. Aber hat auch was Weiches, Schokoladiges fast. Machen wir den Kaltzug gleich hinten dran. Relativ fest gerollt. Ja, leicht säuerlich. So ein bisschen Pfeffer kommt jetzt in der Nase nach und nach vom Kaltzug. Aber vom Kaltgeruch meine ich, Mensch. Aber jetzt vom Kaltzug kommt da nur so was leicht säuerliches Gras. Das war es eigentlich schon. Machen wir sie an und hoffentlich haben sich die 20 gelohnt. Ja, geht eigentlich geschmacklich. So ein bisschen cremig, nussig, holzig, Zedernholz. Recht mild. Jedenfalls habe ich dafür gesorgt, dass mein Feuerzeug auf jeden Fall voll ist. Ja, mit Double Flame funktioniert das eigentlich relativ gut. Ja, jetzt entfaltet halt die Nicaragua-Tabak-Geschichte. Ihre Wirkung wird recht holzig und auch ein bisschen scharf und pfeffrig. Das Rauchvolumen ist leider, ja, man muss schon zwei, dreimal ziehen, dass ordentlich was in der Lapp, in der Gosch landet, vom Rauch her. Und das macht es dann auch ein bisschen scharf. Ja, aber es ist noch alles im Rahmen, sagen wir es mal so. Ja, und hier, wenn man sich mal die Anilla genauer anschaut mit dem Shizu, das zielt natürlich genau auf diesen Rohrschachttest ab, auf diesen Tintenfleck. Oder auf diese Tintenfleckanalyse in der Psychoanalyse. Ich sehe hier einen Totenkopf. Was seht ihr? Was sagt das jetzt über mich aus? Ja, geschmacklich ist sie okay. Wird nicht zu scharf und nicht zu pfeffrig, aber ist schon auf der würzigeren Seite auf alle Fälle. Abbrand ist ja jetzt nicht mehr ganz so, aber geht noch. Asche ist relativ fest, wie ihr sehen könnt, fällt noch nicht ab. Ja, Zedernholz, Pfeffer, hat so einen Tick. Hört sich jetzt negativ an, aber sowas Seifiges. Ja, so Kräutertee vielleicht in die Richtung. Ja, ist jetzt nicht mehr cremig, eher trockener, ledriger auf alle Fälle. Aber ja, geht, also kann man sich echt mal antun. Sind wir genau bei einer Stunde angelangt. Einer Stunde angelangt. Und jetzt kommt die Erde durch. Jetzt knallt die richtig rein. Hatte dann jetzt massiven Schiefband und dann oft ist es ja so, wenn du dann den Schiefband abbrennst, so abkorrigierst, dann fällt leider die Asche runter. Mensch, das wäre richtig schön gewesen. Aber ja, so die Tendenz in diese seifig, fast süße Richtung, es ist schwer gewesen für mich, das in klare Worte zu fassen. Aber es war jetzt schon auch so was leicht Süßes da. Zedernholz, ein bisschen, ja, sirupartig, ganz dezent. Die Schärfe ist da, natürlich, so ein bisschen, aber nicht unangenehm. Also man kann sie auf jeden Fall, wie ihr seht, eine Stunde locker runterrauchen. Und jetzt kommt halt die Erde, also es wird schon sehr trocken. Ledrig und auf den Zähnen so leicht mehlig, staubig, so schwarzteemäßig. Ja.
Ja, jetzt sind wir bei knapp 90 Minuten. Die Erde ist das dominante Aroma. Ja, 5 von 10 würde ich jetzt mal ungefähr sagen. Schon ordentlich erdig. Aber jetzt auch nicht zu krass, sodass du sagst, hey, ich muss jetzt Pause machen oder so. Also hier kannst du schon auch 5 bis 10 Mal dran ziehen. Muss man jetzt auch des Öfteren, weil das Rauchvolumen dann doch mehr abgenommen hat. Ansonsten, ja, ist okay. Also geschmacklich kann man rauchen. Jetzt auch 90 Minuten, wie gesagt. Geht noch, auf alle Fälle. Auch das ist ja so bei diesen günstigeren Medium-Fillern. Ja, eine Stunde ist es noch gut. Aber hier, ja, was ich auch sagen muss, so ein bisschen Röstaroma kommt jetzt auch. So Kaffee-Röstaroma, ganz dezent. Ja, da tut sich also am Schluss doch ein bisschen was. Nicht nur Erde. Ein bisschen Cappuccino vielleicht. Ganz dezent. Ja, es geht. Also kann man rauchen. Jetzt braucht ihr keine Angst haben vor dem Format irgendwie, dass es ein ganz, ganz blöder Scheiß ist. Also kann man rauchen. Ja, die zwei Amis lassen ja die Zigarren da bei Airoa, Christian Airoa, fertigen. Und der macht auf jeden Fall keinen Quatsch. Also von dem her ist es auf jeden Fall eine ordentliche Zigarre von der Qualität her. Vom Geschmack her ist es okay. Ja. Macht halt auf jeden Fall optisch auf jeden Fall was her. Die Ringmaß und die Anilla ist auch recht cool. Verarbeitung ist in Ordnung, Schiefbrand jetzt, ja klar, so nach 90 Minuten bei dem Ringmaß hat man ja nicht das perfekte Abbrandverhalten. Aber ja, 3,5 von 5 schmeckt, kann man mal rauchen. Ja, Preis ist in Ordnung. Also, bis zum nächsten Mal.